Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Beyond. So, ich habe ein bisschen experimentiert und habe hier schon mal die Feuerkelche sozusagen aufgestellt. Die gefallen mir so eigentlich ganz gut. Ich mache mal gerade das Ding aus. Und wie gesagt, hier fertig gemacht habe ich auch. Und jetzt kümmern wir uns hier um diese Skulptur. Erstmal brauche ich die Mitte. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Genau, so habe ich das auch in Erinnerung. Und den Altar, den möchte ich so ein bisschen schön gestalten. Den Block habe ich noch gar nicht gesehen gehabt, glaube ich. Naja, was nehmen wir denn da? Ich glaube, ich nehme das hier. Oder die hier. Ne, das sieht cool aus. So. Die Foundation soll 2 Blöcke hoch sein. Was haben wir denn hier? 3, 3. So. Nee, das so meinte ich das nicht. Ich muss gerade mal gucken. Ich hätte gern so einen Block, der sich verbindet hier. Aber gibt's wohl nicht. Oder wir machen das aus Gold. Ja, theoretisch hatte ich einen coolen Plan. Aber wie es halt so ist beim Bauen, vergeht der Plan auch schnell wieder. Tschum. So, wir gehen mal hier ein bisschen weiter nach hinten, wie wir es gerade eben waren. Och nö. Muss ich halt doch da hochgehen. Mal gerade meine Spitzhacke reparieren. Den können wir auch reparieren. Und den auch. Ich repariere die nie ganz. Aus dem einfachen Grund, weil mir eigentlich dann Material verloren geht. So, jetzt haben wir natürlich nicht genug Gold. War ja klar. Ich glaube, ich nehme hier doch den anderen. Den mit den Goldintarsien oder so. Wie man das auch immer nennen mag. Und den hier vielleicht sogar eher. Es muss ja ein bisschen prollig sein. So, so viel dazu. So, und jetzt kommt, ich habe euch noch gar nicht gesagt, was ich da überhaupt hinbauen wollte, glaube ich. Der Phönix aus der Asche, nennen wir es mal so. Ich möchte hier einen Vogel draufsetzen. Ich habe mir am Anfang gedacht, ich mache ein, am Anfang wollte ich
was anderes machen. Und da wollte ich eine Katze draufsetzen. So eine sitzende Katze. Aber ich muss euch ehrlich sagen, das wäre wahrscheinlich ein bisschen hart geworden. Weil selbst dieser Vogel, dass der am Ende relativ gut aussieht, wird nicht ganz einfach. Ich mache hier gerade voll den Scheiß, fällt mir ein. Ja. So. Ich dachte irgendwie, ich bräuchte 3x3. 3x3. Falsch gedacht. Schon lange keine Netherbricks mehr gebaut. So. Gut, jetzt sollten wir eigentlich alles haben. Gucken wir mal. So, weil den Körper, den möchte ich gern mit diesen Teilen hier machen. Ich habe mir natürlich eine Schablone gemacht. Und zwei. Gott. 6 hoch. 2, 4. Ich sehe nichts. Bin ich so blind? 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, das wird ein bisschen zu, ich weiß auch nicht, zu hässlich. Wir brauchen dickere Füße. Rein damit. Wir könnten auch das so machen. Vielleicht. Da geht natürlich. 2, 3, 4. Okay. Dann brauchen wir noch ein paar Stairs. Ich hoffe mal, ich komme relativ weit heute. Wie weit ich genau komme, habe ich keine Ahnung. Ach, jetzt spinnt es wieder. Ey. Irgendwie will der nicht. So, jetzt. Dann gehen wir hier eins nach außen. Und 2 hoch bloß. Wie gesagt, ich habe mir da was aufgezeichnet. Jetzt gucken wir mal, ob das auch so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Das klappt schon mal nicht. Machen wir halt hier so Hilfsdinger. 3 Blöcke raus, ist richtig. So. Das war 3. 3. 1, 2, 3. Dann fehlen noch 2.
Ja, sieht doch schon nach einem Vogel aus, oder? Also, da fehlt natürlich noch einiges. So. Nein, den wollte ich jetzt nicht so haben. Hallo, ich will da nur draufstehen. Ich wollte nämlich den Magneten hier drin haben. So gut. Wir machen die Hilfsdinger da einfach mal dran. Ne, hier nicht. Eins weiter oben, glaube ich, dann wieder, ja. Oder? Achso, hier schon. Gut. Ja, ich möchte ja auch so ein bisschen Tiefe reinbringen. Deshalb habe ich mir überlegt, das hier mit den Stairs zu machen. Weil wenn wir uns das jetzt mal von hinten angucken, dann hat es so ein bisschen was. Hier bin ich aber eins zu weit. Oder zwei sogar. Ja, so. Okay. Und dann... Irgendwo hängt hier ein Schaf rum. Das schreit die ganze Zeit. So sieht es schon mal wunderprächtig aus. Okay, dann haben wir einen Hals von 2. Auch dazu habe ich mir von der Seite sogar ein Bild gemacht. Ich habe das alles vorgezeichnet. Ich weiß gar nicht, ob ich die auch vertikal dran machen kann. Mache ich jetzt mal so. Ansonsten müssen wir uns da mal überlegen, wie wir das machen können. Ist so, eigentlich sind wir jetzt schon wieder so weit, dass wir hier rausgehen müssen. Der Seite 1 später. Ich hoffe mal, dass ich mich mit der Höhe nicht vertan habe. 2 Blöcke, 3 Blöcke hoch. Und dann wieder rein. Und ich glaube, ich habe mich doch irgendwie vertan. Ah, stimmt, der Boden ist 1. Wegen dem Boden.
Der Boden ist nämlich eins höher wie geplant. Den wollte ich eigentlich niedriger machen. Zwei Blöcke, ja. Dann so. Der hier kommt wieder weg. Und jetzt habe ich kein Gold mehr. Das ist schade. Aber ich glaube, ich nehme den hier. Oh yeah. Wenn das klappt, wenn das klappt. Ich weiß nämlich nicht. Ne, wir nehmen hier Bismut. Ich weiß nämlich nicht, ob der danach noch leuchtet. Ach ja. Warte, komm. Irgendwas können wir doch da reinhauen. So, ich hoffe mal, das war aller Lapis. So, und jetzt. Der leuchtet wirklich danach noch. Jo. Sieht zwar wahrscheinlich so ein bisschen aus wie eine Ente, aber. Gefällt mir nicht so. Nein! Alles kaputt gemacht. Einen schönen Glowstone. Oh, mich nervt's, dass ich keinen Platz im Inventar habe. Deswegen. Warum habe ich hier zwei Goldblöcke? Ich dachte, ich hätte gar kein Gold mehr. Ach doch, die habe ich vorhin abgebaut. Ja, mir fällt's wieder ein. Jetzt habe ich hier natürlich wieder keinen Platz mehr. Nehmen den Glowstone noch mit und hauen das dafür weg. Och, da haben wir sogar noch welche. Dann können wir das auch noch wegmachen. So, was fällt uns auf? Die Flügel müssen größer werden. Zumindest ein Block. Das könnte schon reichen. Dann der hier muss auch weg. Nein, der da. Ach, jetzt habe ich das wieder gleich gemacht. So, ja. Und dann. Sieht jetzt auch, glaube ich, nicht so gut aus. Sieht ein bisschen aus, als hätte es ein Kind gebaut. Oh, da ist ein Zombie-Pigman. Der beschützt uns. Hallo, Zombie, Pigman. Ja, so generell geht's in die richtige Richtung. So, diesmal nehmen wir den Sig Touch Hammer. Nee, das ist ja. Oh Gott. Das war ja Katastrophe. So, wenn dann schon so. Aber vielleicht machen wir hier oben. Noch nie. Irgendwie schon so. Dann muss ich aber das Auge weiter runtersetzen.
Ist mir jetzt egal, komm. Auf das bisschen Glowstone möchte ich jetzt nicht. Ja, das sieht viel besser aus. Das sieht man jetzt schon sofort. Ach, ich muss ja nur chiseln, verdammt. Nehmen wir. Den da mal. Ja, das sieht viel besser aus, der runde Kopf. Und das sieht auch okay aus. So, jetzt brauche ich noch eins. Und zwar von denen hier brauche ich welche. Oh, kann ich die überhaupt? Jetzt habe ich wieder was gebaut und dann kann ich es wieder nicht benutzen. Ja, Moment, ich mach mal. Guck mal, der fühlt sich hier gleich heimisch. So. Und jetzt kommt nämlich noch der Clou. Der hier muss noch weg. Der mag das hier wirklich. Der Zombie-Pigman. So, jetzt brauchen wir nämlich noch... Nee, warte mal. Ich glaube, das chisel ich gar nicht. Also da oben ist er schon recht hell erleuchtet. Auf der rechten Seite auch. Aber was halt noch fehlt, ist hier... So, und ich hoffe, das hat den Effekt, den ich haben möchte, nämlich... Ja, der strahlt perfekt aus. Wenn man hier runterkommt, okay, da sieht man den Glowstone, aber das finde ich gar nicht so schlimm. Ja, es sieht wirklich ein bisschen aus wie ein Kind. Also, als hätte ein Kind es gemacht. Ich weiß jetzt aber auch nicht, was ich dagegen tun kann. Doch, ich probiere noch eins aus. Und zwar mit diesen Teilen hier. Dieser Bug, der ist nervig. Ja, es sieht zumindest ein bisschen mehr 3D aus. Deshalb machen wir da noch mal welche von. Ach, was soll denn das? So, dann brauchen wir nochmal 3 Stück und dann sollten wir es auch fast geschafft haben. Immer das Gleiche, hä?
ich jetzt keine mehr von diesen Stairs? Ja. Dann nehmen wir die zwei. So. Wenn ich schon von Weiben hier hinlauf. Ups. Was habe ich denn jetzt gemacht? Geh, wollte ich machen. Dann sehe ich den schon. Den kleinen Fockel. Was mir eigentlich nicht so gut gefällt. Das könnte man vielleicht über einen Chisel lösen, wenn das geht. Es geht. Ist, dass man die Flügel nicht so gut sieht. Das werde ich wahrscheinlich. Ja. Wie viel braucht man denn dafür? 2, 4, 6. 2, 4, 6 sind 12, 10, 24. Und. Jo. Ja, das ist fast schon, sogar schon ein bisschen zu hell. Ich nehme mal den hier und verpasse dem hier so einen Anstrich. Aber im Allgemeinen finde ich es gar nicht mal so schlecht. Für das erste Mal, dass wir sowas machen, finde ich das eigentlich gelungen. So, jetzt aber. Soll's das von dieser Folge gewesen sein. Diesen zwei Folgen, weil ich werde wahrscheinlich zwei draus gemacht haben. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall war's das. Ich werde unten wahrscheinlich schon noch so ein bisschen was am Tempel bauen. Auf jeden Fall, die Portale werden auch hier bleiben, denke ich. Vielleicht auch nicht. Vielleicht kommen die auch in ein anderes Gebäude. Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da. Und, Moment. Wie sieht's denn hier aus? Bis zum nächsten Mal. Ciao.